Grüßt euch und willkommen zum Minikat-Spezial mit dem Wort Gottes durch die Corona-Krise. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Nachdem wir in den vergangenen Videos betrachtet haben, wie Krankheit, Tod, Kriege, alles Unheil in die Welt gekommen ist, nämlich durch das, was wir Christen die Erbsünde nennen, nochmal zur Erinnerung, Gott hat es nicht geschaffen. Ja, das ist alles eine Folge der Erbsünde, die das Gleichgewicht auf dieser Erde und im Menschen komplett durcheinander gewirbelt hat. Das heißt, wenn die menschliche Natur jetzt schwach und fragil ist, dann nicht, weil der gute Schöpfer sie fragil und schwach geschaffen hat, sondern weil das eine der Folgen der Verletzungen der Erbsünde ist, dass wir seither sterbliche Menschen sind. Und nochmal zur Erinnerung, Gott hat es nicht gewollt, aber indem er es zugelassen hat, umfasst er es mit seinem sogenannten permissiven Willen, seinem zulassenden Willen. Und die ganze Schrift und die ganze Tradition der Kirche bezeugt uns, dass Gott nun die Geschicke der Geschichte lenkt, um alles zu einem guten Ende zu führen. Und von diesem guten Ende hören wir heute in der ersten Lesung, bei euch ist schon wieder Abend, aber nie zu spät, die Lesungen zu meditieren. Gott will, dass wir sehen, dass die ganze Geschichte auf ein riesiges, bombastisches Happy End hinläuft, auch wenn das in der jetzigen Dunkelheit schwer zu erkennen ist, aber wir dürfen es im Glauben wissen. Gott hat es uns zugesagt. Von dem Happy End der Geschichte redet Gott schon in der Zeit des Propheten Jesaja und da befindet sich das Volk Gottes in einer ganz ähnlichen Situation wie wir jetzt. Denn das Volk Gottes hatte sein Land verloren, hatte Jerusalem verloren, hatte den König verloren, hatte den Tempel verloren, hatte nichts mehr, wodurch es mit Gott in Verbindung stehen konnte auf normalem Wege. War im Exil, wird aus dem Exil herausgeführt, Bild für die Auferstehung, und trotzdem ist in Jerusalem immer noch alles Trümmer. Und Gott verheißt nun einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also vorletztes Kapitel im Buch Jesaja, da heißt es aus dem Munde Gottes: Siehe, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Man wird nicht mehr an das Frühere denken, es kommt niemanden mehr in den Sinn. Hier wird zu einer der ersten Male verkündet, dass Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen wird. In den Worten, die jetzt folgen, wird es noch geschildert in einer Art Wiederaufbau des irdischen Jerusalem, aber dieses irdische Jerusalem ist schon ein Symbol für das himmlische Jerusalem. Also, was an das Frühere wird man nicht mehr denken, es kommt niemandem mehr in den Sinn. Das ist für uns wahnsinnig schwer vorzustellen, weil im Augenblick leiden wir unter den Ängsten vor dieser Krankheit, sind vielleicht selber betroffen, haben Schmerzen, sind verzweifelt, sind in der Dunkelheit. Und es ist gar nicht vorstellbar, dass irgendwann ein Moment kommt, wo wir uns an dieses Grauen nicht mehr erinnern werden. Aber erinnert euch an das schöne Wort von Jesus im Johannesevangelium, wo er sagt, wenn die Frau dabei ist zu gebären, ist sie betrübt. Aber wenn das Kind geboren ist, vergisst sie die früheren Schmerzen über die Freude, die ihr das Kind schenkt. Auf unendlich viel größere Weise wird es uns gehen, wenn wir einst vollkommen erlöst sind und in dieser neuen Himmel und neue Erde erleben, nämlich in der Neuschöpfung, für die Gott uns geschaffen hat. Tatsächlich werden wir dann begreifen, was Paulus sagt im Römerbrief: Die Leiden der gegenwärtigen Zeit sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Wir werden an diese Leiden sogar nicht mehr denken. Vielmehr jubelt und jauchzt ohne Ende über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jauchzen und sein Volk zum Jubel. Das ist Gottes Plan mit uns. Ich werde über Jerusalem jubeln und frohlocken über mein Volk. Gott wird über uns frohlocken. Nicht mehr hört man dort lautes Weinen und Klagegeschrei. Es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage lebt. Und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllt. Wer als Hundertjähriger stirbt, gilt als junger Mann. Und wer die 100 Jahre verfehlt, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und selbst darin wohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und selbst deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit ein anderer wohnt, nicht pflanzen, damit ein anderer isst, sondern wie die Tage eines Baumes sind die Tage meines Volkes. Und das Werk ihrer Hände werden meine Auserwählten selbst verbrauchen. Sie mühen sich nicht vergebens und gebären nicht für den schnellen Tod. Denn sie sind die Nachkommen der vom Herrn Gesegneten und ihre Sprösslinge sind mit ihnen. Was hier geschildert wird, ist einfach das Leben in Fülle, so wie man es hier, sich hier auf Erden vorstellt. Und dieses Leben in Fülle, wo jeder das vollkommene, perfekte Alter erreicht und es nie mangelt an Essen etc., ist ein irdisches Bild
für die himmlische Wirklichkeit, für die Gott uns bestimmt hat, die wir uns nicht vorstellen können. Aber im Neuen Testament wird ganz eindeutig, dass das irdische Bild vom irdischen Jerusalem im Alten Testament ein Vorausbild ist für das himmlische Jerusalem. Denn wir müssen immer bedenken, das Alte Testament sollen wir lesen durch die Brille des Neuen Testamentes. Und da heißt es in der Offenbarung des Johannes, also letztes Buch der Heiligen Schrift, im vorletzten Kapitel, wird genau das Buch vom vorletzten Kapitel, vom Buch Jesaja, wieder aufgenommen. Und der Seher sieht eine Vision des neuen Jerusalems. Und da heißt es, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ganz wichtig. Für uns ist das Meer ein Luxusgut, da geht man hin im Sommer und man schwimmt und wird braun und genießt die Ferien, aber nicht so in der Bibel. In der Bibel ist das Meer das, was es wahrlich ist, nämlich bedrohlich. Stellt euch vor, ihr könnt nicht schwimmen und lebt am Strand und es kommt ein Tsunami. Das ist das Bild des Meeres in der Heiligen Schrift im Alten Testament, wo es nämlich immer wieder das Leben des Volkes bedroht, so wie es Völker wissen, die nahe an einem bedrohlichen Meer lebt. Es ist ein Symbol für das Böse, das das Leben des Menschen bedroht. Und wenn es heißt, das Meer ist nicht mehr, dann heißt es hier, dass in der neuen Schöpfung, in der Wiedergeburt der Welt, die durch Christi Tod und Auferstehung herbeigeführt wird, wird es das Böse nicht mehr geben. Jesus hat das Böse ein für alle Male am Kreuz besiegt und alle Folgen des Bösen, es heißt dann nämlich weiter im Vers 4, er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn das Frühere, was früher war, ist vergangen. Könnt ihr im ganzen Kontext lesen, Offenbarung 21, 22, da geht es um das neue Jerusalem. Und das neue Jerusalem, ein Bild für den Himmel, für die neue Schöpfung Gottes, kein Tod, keine Trauer, keine Klage, kein Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Das, was wir jetzt noch erleiden, diese Klage, diese Mühsal, die Trauer, den Tod, das nennt man die Geburtswehen der alten Schöpfung, bis ganz die neue Schöpfung durchbrechen wird. Aber dass das Tod, der Tod, nicht das letzte Wort hat, das wird ganz schön wird eindrücklich deutlich gemacht im Evangelium, wo Jesus den sterbenden Sohn eines königlichen Beamten heilt und zum Leben zurückbringt. Der königliche Beamte kommt von Kapernaum, geht nach Kana, wo Jesus gerade ist, hinauf, denn das liegt höher, und bittet ihn herabzukommen nach Kapernaum, seinen Sohn zu heilen. Und Jesus sagt, geh, dein Sohn lebt. Das Wort Gottes, durch das am Anfang der ganze Kosmos geschaffen wurde und das, wie Johannes in seinem Prolog sagt, von Ewigkeit her beim Vater ist, das fleischgewordene Wort spricht zu diesem Mann, geh, dein Sohn lebt. Der Mann glaubt an das Wort Gottes, geht heim und findet heraus, dass sein Sohn genau in dem Moment geheilt worden ist, in dem Jesus das Wort gesprochen hat. Und dann heißt es, da glaubte der Mann und mit ihm sein ganzes Haus. Ganz wichtiger Satz, denn im Johannesevangelium sagt uns der heilige Johannes am Ende des Evangeliums, dass all die Zeichen, die er aufgeschrieben hat, aufgeschrieben wurden, damit wir Glauben an den Sohn Gottes haben. Da heißt es im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 30, noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Also im Johannesevangelium wirkt Jesus 7 Zeichen. Die Heilung dieses sterbenden Kindes ist das zweite Zeichen, das er wirkt. Wozu bewirkt Jesus Zeichen? Johannes sagt es ganz am Ende. Diese Zeichen sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, also dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also wir sollen durch die Zeichen zum Glauben kommen, dass Jesus der Messias und der Sohn Gottes ist. Und dieser Glaube wird uns Leben schenken. Daher sind diese Zeichen im Johannesevangelium aufgeschrieben. Die sollen nicht bedeuten, dass Jesus nur dort gegenwärtig ist, wo er heutzutage Todkranke zum Leben erweckt. Nein, denn auch der Sohn des königlichen Beamten musste ja irgendwann den Weg alles Irdischen gehen und sterben. Aber was Jesus hierdurch bezeugt, ist, dass er
das Wort ist, das die Welt am Anfang geschaffen hat, durch den jeder Einzelne von uns geschaffen ist, auf den hin jeder von uns geschaffen ist und der uns durch den Glauben an ihm neues Leben schenken wird. Und deswegen ist es so wichtig, sich gerade jetzt in dieser Zeit ganz, ganz fest vor Augen zu halten, was wir jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis bekennen. Wir glauben an die Auferstehung des Leibes. Wir glauben, dass mit diesem Leben nicht alles vorbei ist und dass die Gesundheit nicht das höchste aller Güter ist, so sehr wir sie uns jetzt auch alle wünschen. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Das Wort Gottes lädt uns in dieser Zeit ein, uns bewusst zu werden, woraufhin wir geschaffen sind und uns dieses Ziel ganz fest vor Augen zu halten. Das wird uns die Kraft geben, durch diese schweren Stunden hindurchzugehen und nie den Blick auf das Übernatürliche zu verlieren. Gott segne euch.